Ich lade unseren Pastor Stefan. Halleluja. Er hat ein Gottes Wort für uns in diesem Tag. Halleluja. Liebe Herr, wir sagen Danke. Danke für diesen Tag, danke für unseren Pastor. Danke, weil du bist hier, Herr. Du hast uns nicht gelassen. Du hast uns nicht allein gelassen, du bist immer hier. Und wir sagen Danke, Jesus. Danke, weil du bist auferstanden und mit das hast du uns die Erlösung. Du bist unsere Erlösung. Du bist unsere Retter. Du bist alles für uns, Herr. Und du bist heilig. Und wir werden immer für Ewigkeit an dir preisen, Herr. In diesem Tag, Herr, wir beten von unserem Pastor Stefan. Sprich unser Leben durch er, Heiliger Geist. Unsere Herzen sind bereit. Halleluja. Unsere Ohren sind bereit. Von deinem Wort, Jule, und unsere Seele hat Hunger von dir, Heiliger Geist. Hat Hunger von dir, Gott, von deinem Wort. Halleluja. In Jesus Name, wir segnen unsere Pastor und diese Wort in diesem Tag. Amen. Halleluja. Wir dürfen das Wort aufschlagen in Jesaja, Kapitel 54, Halleluja. Jesaja, Kapitel 54. Wir lesen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir für den heutigen Tag, den du für uns gemacht hast. Danke, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Danke, dass wir Erweckung feiern dürfen. Herr, erwecke Österreich. Ich bete, dass du eine Erweckungsbotschaft gibst im Namen Jesus. Dass du die müden Herzen, die traurigen Herzen, die gebrochenen Herzen heilst, sie restaurierst und erweckst. In dieser Zeit, in dieser Erntezeit, Herr, wir segnen jeden Einzelnen, der da ist. Und wir segnen auch die, die diese Nachricht hören, in Jesu Namen. Amen. 54. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Wehen hattest. Denn die Einsame hat mehr Kinder als die Verheiratete, sagt der Herr. Mach den Raum deines Zeltes weit und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht, spanne deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Der Herr spricht zu Jerusalem, zu seinem Volk, das ja eine schwere Zeit durchging und sie waren noch in Zelten unterwegs und er sagt, spannt die Zelte aus, macht die Zelte groß, macht die Wohnungen groß, spart nicht, denn es wird Erweckung geben. Es wird Erweckung geben, es wird Raum benötigt, mache Raum, damit die Menschen kommen können, damit Platz ist, damit Erben da sind. Halleluja. Ist verstanden? Amen. Denn du wirst dich zur Rechten und zur Linken ausbreiten. Wir werden uns zur Rechten und zur Linken ausbreiten. Amen. Zur Linken und zur Rechten.
Amen. Halleluja. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und in verwüsteten Städten wohnen. Halleluja. Was für ein Wort. Fürchte dich nicht, Gemeinde. Und wiederum sage ich, fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Sei nicht beschämt, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugendfrauschaft vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Wir haben einen Gott der Lebenden, einen Gott der Multiplikation, einen Gott, der uns Nachkommen gibt. Halleluja. Glaubst du das? Denn der dich gemacht hat, dein Mann, Herr Zebaoth heißt sein Name, und der Heilige in Israel dein Erlöser, der Gott der ganzen Welt genannt wird. Amen. Unser Mann ist Jesus. Unser Mann ist Jesus. Wir sind verheiratet mit Jesus. Die Gemeinde ist verheiratet mit Jesus. Wir sind die Braut. Jesus ist der Bräutigam. Halleluja. Und er heißt Zebaoth, der heilige Erlöser von Israel. Der Gott, nur von dieser Kirche? Der Gott, nur von Feuerzberg? Der Gott, nur von Österreich? Der Gott, nur von Europa? Der Gott der ganzen Welt. Der Gott der ganzen Welt. Halleluja. In Vers 6. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau, und wie eine Frau der Jugendzeit, die verstoßen wurde, sagt dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Halleluja. Aber wenn wir uns hin und wieder so verlassen fühlen für einen kleinen Augenblick, vielleicht fühlst du dich verlassen in diesem Moment oder in einer gewissen Zeit deines Lebens, hast du dich verlassen gefühlt. Glaubst, Gott hat dich verlassen. Du bist allein. Du weißt nicht weiter. Du hast niemanden. Und zu dir sagt der Herr heute, ich werde dich in großer Barmherzigkeit sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, sagt der Herr, dein Erlöser. Und er gibt sozusagen hier eine Bestätigung, ein Testament, einen Schwur. Denn das sagt er im Vers 9. Denn das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr die Erde überfluten sollen. Gott hat, wir wissen das, den Regenbogen gesetzt als Erinnerung für die Menschheit und für ihn selbst, dass er die Erde nicht wieder mit Wasser vertilgt. Oder? Amen. Und da sagt er, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen will und dich nicht mehr schelten werde. Halleluja. Halleluja. Er hat geschworen, dass er nicht mehr zürnen will, nicht mehr schelten wird. Das heißt, er wird auch sein Angesicht nicht mehr wegtun. Er wird sich nicht mehr verstecken. Und wir wissen das. Wir können immer zu Jesus kommen. 24/7. Egal welche Uhrzeit. Im Alten Testament war es vielleicht einmal in der Woche. Genau zum Gottesdienst. Nur dann sprach der Herr über den Priester, über den Propheten zum Volk. Aber wir können immer von 0 bis 24 Uhr, jeden Moment, jede Minute können wir zum Herrn kommen. Und der Herr wartet auf uns.
Amen. Es dauert ein bisschen, bis man das versteht. Schau, was er sagt im Vers 10. Er bestätigt es, dass er nie mehr zürnen oder schelten wird, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel wanken. Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht mehr von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, sagt der Herr, dein Erbarmer. Dieser Bund wird nie mehr wanken. Der Frieden wird nie mehr aufhören. Denn Gott hat diesen Bund beschlossen. Er hatte beschlossen, im Alten Testament Israel aufreiben zu lassen, Israel den anderen in die Hände zu geben. Aber hier bestätigt er sein Wort, dass er das nie mehr tun wird. Du Elende, in Vers 11, über die alle Wetter gehen, du Ungetröstete, sieh, ich will deine Steine in Hartmörtel legen und will deinen Grund mit Saphiren legen. Und deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Tore mit Karfunkeln und all deine Grenzen mit erlesenen Steinen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und groß ist der Friede deiner Kinder. Halleluja. Und diese Verse ist sozusagen irgendwie der Vorausblick auf dieses himmlische Jerusalem, oder? Mit Saphirsteinen, das schöne neue Jerusalem, das ewige, das schöne, aus goldenen Straßen, die Straßen wie Meere, so wie die Offenbarung das beschreibt, die Zinnen aus Rubinen, Tore aus Karfunkeln, die Grenzen der Stadt aus erlesenen Steinen. Ich will deine Steine mit Hartmörtel legen. Ich glaube, dieser Hartmörtel der Gemeinde von Jesus Christus ist mit Hartmörtel gelegt worden. Und diese Hartmörtel, diese Steine waren die Apostel. Jesus selbst war der Stein. Wir haben da verschiedene, wir können das in mehrere Formen interpretieren. Die Gemeinde mit Hartmörtel sind die Apostel zusammen. In seinem Wort. Aber ein festes Fundament der Gemeinde. Er spricht von einem Fundament da in diesem Text. Im Fundament des zukünftigen Israels im Himmel, aber auch in der Gemeinde. Wenn wir schauen, das Fundament der Gemeinde ist seit über 2000 Jahren gelegt worden. Und die Gemeinde steht fest von Jesus. Die hat alles überstanden. Die hat Kriege, Verbrennungen der Bibel, Verfolgung. Es gibt Christenverfolgung seit Jesus. Seit 2000 Jahren werden Christen verfolgt. Aber die Gemeinde und das Wort haben bis jetzt überstanden. Oder? Und da sieht man, dass der Herr dieses Fundament, was er gelegt hat, dass das ein starkes Fundament ist. Denn welches Gebäude, welches Haus gibt es, das seit 2000 Jahren Bestand hat? Gibt es ein Haus, das über 2000 Jahre alt ist? Ich glaube nicht, oder? Es gibt Ruinen aus dem 15., 16. Jahrhundert, 400, 500 Jahre. Aber das Haus, was der Herr gebaut hat für uns, hat Bestand. Da sieht man, dass das Wort Gottes Bestand hat in die Ewigkeit. Mir gefällt der Vers 13 so gut, wo steht, und alle deine Kinder, Vers 13, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Und groß ist der Friede deiner Kinder. Halleluja. Wir haben diesen, durch Jesus Christus haben wir diesen Zugang. Jedes Kind Gottes wird vom Heiligen Geist gelernt. Oder? Vers 14, du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst fern von Gewalt und Unrecht sein, sodass du nicht davor fürchten musst und nicht vor Schrecken, denn er soll sich dir nicht nähern. Sieh,
Wer will sich gegen dich zusammenrotten und dich überfallen? Und wenn sie ohne mich zusammenrotten, sieh, ich schaffe es, dass der Schmied, der die Kohlen im Feuer ausbläst, eine Waffe draus macht nach seinem Handwerk, und ich schaffe es, dass der Verderber sie zerstört. Vers 17, das ist für uns. Mit dem schließen wir auch schon das Wort. Keine Waffe, ich wiederhole, keine Waffe, die gegen dich gerichtet wird, wird erfolgreich sein. Und jede Zunge, die sich im Gericht gegen dich erhebt, sollst du verurteilen. Das ist das Erbe der Knechte der Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, sagt der Herr. Halleluja. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet, gegen die Gemeinde von Jesus Christus geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Denn das Erbe für die Knechte des Herrn ist Gerechtigkeit, sagt der Herr in Jesu Namen. Amen. Ja, Herr, ich danke dir für dein heutiges Wort, dass du uns sammeln wirst, dass du die Gemeinde sammeln wirst. Herr, danke, dass du die Gemeinde ausbreiten wirst, zur Rechten und zur Linken. Dass wir nicht sparen sollen, sondern dass wir Platz schaffen sollen für die, die kommen werden. Platz für die Seelen, die errettet werden im Namen Jesus. Danke, dass du dein Wort ausführst, dass du deine Knechte beschützt, deine Kinder beschützt. Danke, dass du uns Jesus gegeben hast, dass seinen Frieden führst und dass alle Kinder durch ihn gelehrt werden, durch deinen Heiligen Geist und durch uns auch, Herr. Danke, dass du uns gebrauchst dafür, dein Reich zu bauen. Danke, dass du Menschen gebrauchst, um dein Reich zu bauen in dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.